schon aus dem Titel entnehmen kann, erzählen wir heute einfach mal den Namen unserer Tochter. Und zwar haben wir den ja vor 2 Tagen meiner Familie erzählt und bekannt gegeben. Und nun können wir es auch endlich öffentlich bekannt geben. Ja, ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht lange heiß um den Brei herum, sondern blenden euch hier mal einen kleinen Abschnitt ein. We go to schools, but we still idiots, it's universal. Don't break the rules, just follow the law, all in a circle. Oh baby, I'm proud of you, tell me why your hands are purple. Don't break the rules, just follow the law, all in a circle. Der Name unserer Tochter lautet Haley Rose. Ich finde den Namen einfach mega schön, muss sagen. Umso öfter ich den Namen jetzt höre oder lese oder beziehungsweise irgendwo höre, verliebe ich mich einfach immer mehr in diesen Namen. Für den Namen haben wir uns beide entschieden. Wir fanden den beide schon relativ schnell schön. Und ja, wir haben uns andauernd gefragt, ob wir den Namen einfach schon vorzeitig bekannt geben oder erst zur Geburt. Und wir haben uns jetzt letztendlich entschlossen, dass wir ihn einfach schon vorzeitig unserer Familie erzählen. Einfach aus dem Grunde, weil wir uns so mega sicher sind und da auch von keinem mehr reinreden lassen. Und ich finde, das ist auch das Wichtige. Diesen Punkt muss jedes Elternpaar einfach für sich selber entscheiden, ob sie es schon vorzeitig erzählen möchten oder nicht. Und ich finde auch einfach, dass die Namen, also Jaden und Haley, super zueinander passen bzw. kombinieren. Ich glaube einfach ein altdeutscher Name zum Beispiel, wie wir auch ein paar Beispiele genannt hatten, wie man zum Beispiel aus einem anderen YouTube-Video von uns entnehmen kann, hätte einfach zum Beispiel Emma oder so überhaupt nicht zu Jane oder so gepasst. Das wären einfach 2 verschiedene Kategorien gewesen und somit sind wir uns eigentlich sehr treu geblieben. Wir haben einen Namen genommen, der eigentlich jetzt nicht so häufig überall zu hören ist und ja, also wir sind mega zufrieden. Und zwar kam vor einer Weile diese mega süße Schnullerkette einfach mal an und zwar steht da ja der Name wieder. Und die habe ich in Instagram mir anfertigen lassen bei der lieben Schnullerkettenfee. Und ich muss sagen, ich bin so verliebt nach wie vor. Die ist einfach mega schön geworden. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön auch nochmal. Und als zweites habe ich für meine Kinder diese süße Ketten anfertigen lassen. Einmal für die Kleine, da habe ich 2 Ketten bestellt, einfach weil der Name zu lang gewesen wäre. Und so kann man an jeden Arm denn die Namen ranbinden. Beziehungsweise, ja, man kann auch einzeln eine Kette ranhängen, zum Beispiel nur Haley. Und für den Lütten habe ich auch ein schönes Armband anfertigen lassen mit seinem Namen. Bin mal gespannt, also ich habe jetzt schon so eine einfache Kette hin umgebunden, einfach mal zur Probe. Weil ich Angst habe, dass er vielleicht an den Ketten so viel rumspielen könnte und dass die gleich kaputt geht. Jetzt üben wir es natürlich, aber das sind die Geschenke zur Geburt, die ich den beiden auf jeden Fall schon mal schenken werde. Und die habe ich mir auch über Instagram anfertigen lassen und da habe ich diese süße Karte gleich dazu bekommen. Und ich muss sagen, ein ganz, ganz großes Dankeschön nochmal an Angela Strazzatella, also so heißt sie auf Instagram, und sie hat das einfach mit mega viel Liebe gemacht. Tja, ihr Lieben, das war es eigentlich auch schon zum Video. Ich glaube, es ist diesmal nicht ganz so lang geworden, beziehungsweise wird es wahrscheinlich ein recht kurzes Video sein. Es ging ja auch wirklich eigentlich nur um die Namenbekanntgebung und ich wollte da jetzt auch nicht einen großen Brei da herumreden. Ich hoffe, euch hat trotzdem das Video gefallen. Würde mich sehr wieder über einen Daumen nach oben freuen und sage somit bis zum nächsten Mal. Tschüss!